Sani zusammen, heute wollen wir schauen, wie man, wenn man so unterwegs ist, schnell sich einen heissen Tee machen kann. Für das brauchst du 3 Stück und ein Tassli. Die 3 Stück spitzest du vorne nachher zu, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite schaust, dass sie flach sind. Und dann schlagen wir die einfach nebeneinander in den Boden. Hier oben drauf kommt jetzt unser Tassli. Das tun wir von Anfang an her, damit es von Anfang an, wenn es brennt, das Feuerli, gerade anfängt, das Wasser erwärmen. Und unten nachher führen wir jetzt einfach ein. Also hier unten machen wir eine kleine Feuerstelle. Ich tue zuerst ein bisschen Birke rein her. Das ist unser Zunder, zu dem kommen wir dann noch gerade. Nehmen wir es jetzt mal fort, tue es näher drauf, dann sieht man es besser. Dann nehmen wir hier ein bisschen trockenes Gras, Hölzchen kann man zwischen rein tun. Auch noch dickere Hölzchen. Für einen Tee braucht man natürlich Wasser und unsere Fichtelnadel. Und jetzt müssen wir den Hunger anzünden. Anzünden kannst du das Feuer natürlich jetzt einfach mit einem Zündhölzchen. Wir probieren es heute etwas anders, nämlich mit einem Feuerstahl. Das ist so der klassische Feuerstahl mit dem Eisen dazu zum Funken schlagen. Es gibt das aber auch in verschiedenen anderen Ausführungen. Das hier ist das gleiche. Da hat es einfach ein anderes Eisen, funktioniert aber genau gleich. Und dann gibt es auch sättige Modelle hier. Die sind dann mehr damit gedacht, dass man es mit dem Messer direkt macht. Und da hat es noch Alu nebendran. Das Alu, das ist das, was ganz fest funkelt. Man kann hier so Alu-Spänchen abmachen und die ins Feuer tun. Und dann funkelt es, also wird es besonders heiß und geht einfach. Und die Funken, egal mit welchem du das machst, die müssen jetzt auf einen Zunder. Das eine, das hier ist die normale Birkenrinde. Birkenrinde ist mega gut, weil die hat ätherische Öl drin. Und die brennt dann besonders lang und besonders schnell. Da kannst du direkt mit dem Feuerstellfunken drauf tun und das funktioniert. Was noch besser geht, was du aber nicht in der Natur findest, in der Regel, das ist Watte. Wenn du so ein Wattepad hast, nimmst du es einfach auseinander. So, dass es eine rauche Fläche hier in der Mitte gibt und legst es wieder so übereinander. Weil sonst ist die Oberfläche zu grob, aber wenn du es so ein bisschen aufeinander nimmst, das ist besonders gut. Und dann haben wir noch Kienspan. Kienspan ist einfach besonders harzhaltiges Holz. Wenn das ein bisschen anschnitzt ist, das brennt dann wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut. All das hier ist gedacht als Zunder, wo du direkt drauf mit dem Feuerstein und es brennt. Dann jetzt die Watte drin und hier probieren wir jetzt mit unseren Funken. Einmal und schon brennt es. Und oben drauf unseren Becher, dass wir von Anfang an gerade die Wärme nutzen können. Und jetzt lassen wir das mal brennen. Es braucht gar nicht lang und dann kocht das schon wie bei mir. Und dann kannst du mit einem Löffel das Kreis rausnehmen. Ja, es ist jetzt noch etwas heiß. Im Geschichte nimmst du es zuerst hier oben drauf und stellst es einfach mal hier neben dran. Oh, es ist jetzt fast heiß. Lass das Tassli noch ganz leicht kühlen. Und schon. Ja, jetzt geht es, glaube ich, schon. Schon hast du deinen Tee.